Ich bin jetzt im Moviepark mit Michael. Hallo? Ach. Und da vorne ist die eine Achterbahn, die ist auch neu. Ja, ich werde dann nachher mal dran gehen. Und du? Was sagst du? Willst du dir auch rein? Auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich wieder. Und was ihr da vorne sieht, das ist der Bandit, das ist die Holzachterbahn. Ja, mit der bin ich auch umgefahren und das nun sehe ich. Und das da hinten, das ist so ein Limit in Heidepark Scholtung. Das ist auch sehr gut. Ja, das lohnt sich auch und ja, das eine kennt ihr bestimmt von dem Christenfest oder Frühlingsfest. Das gibt es ja auch. Dazu kommen wir auch gleich. Hier kann man sich schön hinsetzen. Ja, aber das kennt ihr bestimmt vom Schützenfest oder vom Frühlingsfest oder Oktoberfest.
Ja, ich finde sie auch richtig gut. Und da vorne kann man auch schön Essen kaufen. Oder wenn man Durst hat, kann man hier Eis kaufen. Haselnusspraline, sehr gut. Und Eis von Olli. Das ist sehr, sehr lecker, ne? Ja, sehr gut, empfehlenswert. Hab ich sie. Ist er auf? Ja, ich nehme auch. Ja, ich mach mal das halt. Oh, und was ihr hier sieht, das ist so eine Fischling. In Heidelberg soll das auch. Und das ist doppelt so hoch. Und das ist noch sehr klein. Oder es geht. Ja, ich guck mal, was der Michael macht. Wir sind noch dabei. Okay. Ja, ich denke, der bekommt es irgendwie noch hin. Ja, ich melde mich dann wieder, wenn er es hinbekommen hat. Bis gleich. Cappuccino.
Herren, liebe Jungen und Mädchen, in wenigen Minuten präsentieren wir Ihnen Movie Park on Parade auf dem Hollywood Boulevard. Zu Ihrer Sicherheit bleiben Sie bitte während der Parade auf den Bürgersteigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mir jetzt was zu essen geholt, Pommes mit Zirkenlackes und Koja und das sieht sehr lecker aus. Ja.
Und ich werde auch wieder mit Star Trek noch fahren und mit der Fähigkeit fahren. Und ich finde noch versuchen, ein paar Online-Videos hier zu machen. Nur auf freien Videos. Ja. Ja, das Essen ist einfach sehr lecker. Ich zeige euch, was hier so alles so gibt. Ich mache mal einen kleinen Rundblick. So, da kann man das teilen. Ein 3D-Kino. Ja, da gehe ich nachher rein. Und ich gucke mal, was hier alles im Haus zu gibt. Da fällt ihn uns dann gleich wieder. Das ist immer mehr. Ja, das ist gut geeignet für die kleinen Kinder bis 13 Jahre. Ja, ich werde das weiter erzählen. Ja, fällt ihn uns dann gleich wieder. So. Ich bin jetzt in einem Cowboy-Dorf. Ich finde, das ist sehr nett gemacht. Also wirklich sehr nett. Schöne Holzhäuschen. Guckt es euch an. Thank you.
Mhm.